Das Auswärtige Amt in Berlin warnt jetzt auch vor Reisen nach Madrid und ins spanische Baskenland wegen erneut hoher Infektionszahlen. In den vergangenen 24 Stunden wurden in Spanien 1486 Neuansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet, die meisten davon in Katalonien, Madrid und Aragon. Katalonien mit Barcelona, Aragon und Navarra gelten schon seit Ende Juli als Risikogebiete. Offenbar wird auch damit gerechnet, dass Deutschland eine Reisewarnung für die Balearen mit Mallorca ausspricht, wenn die Zahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 dort nicht zurückgeht.